Ja, Herr Vorsitzender, Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden als FDP-Fraktion der Vorlage nicht zustimmen. Ich denke, was der Gegenstand dieser Beschlussvorlage ist, ist eigentlich das, was wir im Rahmen der Diskussion um die Wirtschaftsplanung KJ und KSJ diskutieren müssen, nämlich die Investitionsliste. Und deswegen ist das eigentlich, was hier beschlossen wurde, ein zusätzlicher Schritt mit zusätzlichem Aufwand, zumal die Wirtschaftspläne ja auch in nächster Zukunft Gegenstand der Beratungen in den Fachgremien sein werden. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ein weiterer Punkt. Wenn auch vielleicht nur in der Rhetorik, wurden Projekte genannt, die im Grunde genommen schon vergeben sind. Natürlich kann man Projekte diskutieren, die man sich bislang nur vorgenommen hat. Man kann Projekte nochmal in Frage stellen, die sich vielleicht in einer Planungsphase befinden. Aber wir sollten nicht andauernd wieder Projekte auf die Tagesordnung setzen, die längst in der Vergabe sind, vergeben worden sind, längst in der Umsetzung sind. Da richten wir auch finanziell meiner Ansicht nach mehr Schaden an, als dass wir etwas retten. Ferner ist es auch so, das ist jetzt kein harter Grund für die Ablehnung dieses Antrages, das habe ich eben schon ausgeführt, dass ich hier die unausgesprochene Illusion wahrnehme, unsere Haushaltsprobleme ließen sich über eine Revision der Investitionsliste lösen. Da müssen wir bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle Zurückhaltung uns auferlegen, vor allen Dingen wahrscheinlich das eine oder andere verschieben. Aber der Haushalt des nächsten Jahres, der entscheidet sich bei den laufenden Kosten. Dort wird die Entscheidung über einen genehmigungsfähigen Haushalt getroffen. Und dort müssen wir unsere politischen Anstrengungen verstärken, um zu einer Lösung zu kommen. Deswegen werden wir der Vorlage insgesamt nicht zustimmen. Wir werden allerdings dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion zustimmen, weil das, was in 003 genannt wurde, völlig richtig ist. Mit dem Nebensatz, der jetzt wegfallen soll, ist deutlich mehr Aufwand in der Erarbeitung der Investitionsliste verbunden. Und vor allen Dingen sollten wir niemanden quasi nach draußen bereits eine Ansage machen, mit welchen Kostensteigerungen wir bei Projekten rechnen, die noch überhaupt gar nicht in der Ausschreibung sind. Und deswegen würde ich doch dringend bitten, egal wie man zur BV insgesamt steht, diesem Punkt 003 der SPD-Fraktion zuzustimmen, weil es zumindest einen meiner Ansicht nach handwerklichen Fehler ausräumt.